Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen werde. Xiaomi 11T Pro, Hülle, Panzerglas etc. Keine Ahnung, ich habe mir nämlich Panzerglas und eine Hülle bestellt. Weil ich wollte eigentlich jetzt das 12er haben oder beziehungsweise 13er, aber das ist mir noch zu teuer, wenn ich meine Vertragsverlängerung bei Vodafone mache. Das habe ich erstmal Vertragsverlängerung so gemacht. Und laut dem Kundenbetreuer kann ich dann jederzeit ein Handy dazu buchen und krieg auch einen Rabatt, weil ich ja schon einen Vertrag habe. So, als wenn ich halt neu mache. Hm? Ja, bin ich mal gespannt. Also werde ich meins noch eine Weile nutzen müssen. Und bei mir ist jetzt hier praktisch hier unten das Panzerglas eingerissen. Also von hier oben nach hier unten. Also komplett praktisch hier. Geht es denn lang, so und einmal hier, so zickzack nach hier oben. Also praktisch so, wartet, ich zeige euch das nochmal, ja genau, hier, so. Ja, wo ist es denn wieder der Anfang, hier oben, da und dann geht es hier zack nach hier und hier halt hier. Und das ist halt im Arsch und das wollen wir testen und meine Hülle ist auch nicht mehr die sauberste, schickste, die habe ich zwar gewaschen schon, aber ich habe es noch nicht getraut, den Geschirrspüler zu machen oder so. Die ist auch schon 2 Jahre drum. Wir gucken uns jetzt auch gleich mal alles an, was wir hier haben. Hier soll halt nicht nur Panzerglas für vorne sein und hinten irgendwie eine Schutzfolie, sondern auch für die Kamera und so. Ich bin mal gespannt und das kriegt jeder Dussel. Da ist ein Rahmen mit bei. Deswegen habe ich lieber 2 Euro mehr bezahlt. Also 9 Euro noch was hat das andere gekostet. 10, 11, ja, 2 Euro mehr habe ich bezahlt. Aber ich kann es selber machen, weil normalerweise macht bei uns hier alles, was mit Panzerglas zu tun hat, meine Frau, also meine Freundin. Mein altes Handy, also mein altes Handy, das Handy davor, das aktuelle Handy, hier hat es schon 2-mal gemacht. Also beim alten 3-mal, also bei dem P30, 3-mal, nee, warte mal, ich hatte doch das L10, was hatte ich denn davor? Nee, P30 hatte ich davor, das Huawei P30 hatte ich. Da hat meine Frau 2-mal Panzerfolie ran gemacht. Hier ist jetzt schon das 3. Mal, bei meinem P10 2-mal. Bei der Switch 1-mal, bei meiner Tochter ihrem Handy 2-mal, bei ihrem Handy 1-mal. Bei dem neuen Handy 1-mal, also bei dem Huawei, was sie damals hatte, 1-mal, bei dem H5 oder wie das heißt, 1-mal und bei dem H20 auch 1-mal. Bei meiner Mama, ihrem aktuellen Handy, also der Redmi 12 5G, bei dem 11T Lite hat sie das gemacht und bei dem davor, glaube ich, sogar auch. Ja, davor müsste das auch gemacht haben, weil, wie gesagt, wir sind, meine Frau und ich, wir sind 7 Jahre zusammen. Das sind 2, 1-mal, 2-mal, 3-mal. Ja, das ist jetzt das 4. Handy, wo es das macht. Ja, und dann bei meiner Mutter natürlich auch und ja. Also da kommt ein bisschen was zusammen. Im Autoradio hat es beim alten Autoradio gemacht, eine Schutzfolie drauf, beim neuen noch nicht, kommt noch. Da habe ich immer noch dieses Schutzding, was vom Werk aus drauf ist, mit diesem Pinöppel, was du abziehen kannst, lasse ich immer drauf, bis es abfällt. Hält ewig. Ja, also das macht alles meine Frau, weil ich habe einen Tatterich, ich kriege das nicht hin, aber hier ist ein Rahmen mit bei, da kriege ich selber auch hin. Hoffe ich doch. Ich switch mal in die Unboxing-Ansicht. So, jetzt sind wir in der Unboxing-Ansicht. Mein Handy. So, das ist die Originalhülle, die halt bei meinem mit bei war. Ihr seht, naja, ist jetzt halt nicht mehr so pralle. Sonne und hast nicht gesehen, weil jetzt immer Auto drin liegt. Müsste man mal gucken, ob man das durch einen Geschirrspüler sauber kriegt. Hinten sieht es noch tuppe aus. Seht ihr ja. Dann müssen wir den Magneten mal hier abmachen. Ach nee, ich habe ja noch die Schutzfolie vom Magneten dran.
Aber wir müssen den Aufkleber vom Magneten abmachen. Müssen wir gleich sauber machen, weil hier ist ja Glas bei dem. Ich denke mal, sieht man. Und hier habe ich ja jetzt auch einen Aufkleber mit bei. Und durch die neue Hülle brauche ich das ja so nicht. Würde wahrscheinlich, das klebt immer noch. Das könnte ich nochmal raufkleben und klebt immer noch, ey. Krass. Aber ich habe ja noch Ersatzmagneten. Ja. Aber da werde ich jetzt erstmal noch einen Mikrofaserlappen holen und das nochmal sauber machen. Trottel, brauche ich gar nicht aufstehen. Ich habe den noch im Bett gelegt, der lag hier neben mir. Da müsst ihr aufpassen, nimmt Mikrofaserlappen. Ja, guck mal, hier der Aufkleber ist schon komplett weg durch das Glas. Die sind auch nicht schädlich. Das ist von der Handyhalterung nämlich. Kein Kleberest, kein gar nichts. Super. So, jetzt hier auch mal sauber machen, damit man das vielleicht ein bisschen sieht. Hier ist das Panzerglas auch teilweise schon ein bisschen an der Seite hochgekommen. So, jetzt kann man vielleicht so ein bisschen, ich werde mal ranzoomen, dass ihr das vielleicht ein bisschen erkennen könnt. Hier. Meine Fresse. Kannst du nicht mal ausbleiben? Wo ist denn der Knopf jetzt hier wieder? Also ohne Hülle ist es echt schwer, den Knopf zu finden. So, hier, wartet mal, ich nehme mal hier meinen Kugelschreiber. Hier oben, da fängt der Riss an. Hier seht ihr so ein bisschen Riss. Der geht hier so lang. Hier, 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 hier und bis hier hoch. Papa, kannst du mir helfen, das Pferdchen in die Trense zu machen? Nein, komm schon, schnell her, mein Hase. Das Pferdchen in die Trense. Na, dann machen wir das mal. Wie rum kommt denn so eine Trense? So rum, oder was? Das muss ich erst mal überlegen, ey. Kenn mich da ja nicht aus. Ja, das ist jetzt mal ein Götter, das ist mal Fun Fact jetzt am Rand. Oh, wir müssen hier eine Trense drauf machen. Josie, das ist doch so, oder? Ja. Oder? Muss es doch, oder? Ne, da bist du halt, der kommt noch nicht. Hä? Warte mal her. Ich habe eine Idee. Muss das nicht vorher abgemacht werden hier? Nein. Doch. Nein. Wenn du das abmachst, bringt es dir ja trotzdem nichts, weil du nur hier durch musst. Ja, ist so. So passt das nicht. Da. Das muss da oben ran. Das passt so. Das passt nicht so. Ich mach das. Du machst ja wieder kaputt. Ja, mal kurz, wir sind eigentlich beim Handy und dann kommt Tochter mit einem Pferd. Ja, gib mir her, ich krieg das schon hin. Jetzt sind wir mal Fun Fact hier am Rand hier. Nee, das muss ja nach hinten, Josie, das muss so hin. Fun Facts sind lustige Informationen. Ja, das sind doch lustige Informationen. Nee. Warte mal, nee, das muss so rum. So rum muss das. Ha, ich hab's. Ich auch. Ich hab's. So, und dann musst du hier oben rüber. So. Gut. Hier, kannst du Juna geben. Hahaha. Seht das? Mit mir rum experimentiert hat der Papa das hingekriegt. So. Wo war ich stehen geblieben? Jedenfalls hier ist ein Riss. Hier ist der Riss. Wartet. Der fängt hier unten an, geht hier hoch, so lang. Ich sehe das nämlich hier auch nur, wenn ich schräg halte. Hier unten sieht man ja, dass es hier. Hm? So, und dann geht er hier hoch. Und dann hier löst sich das schon. Hier unten löst sich das, ja. Ja, mal abmachen. So, und so leicht ist es dann auch ab. Und hier, wo es ab ist, können wir das natürlich jetzt ein bisschen besser sehen wahrscheinlich. So, hier seht ihr das schon. Ist einmal wirklich komplett durchgerissen. Das ist
Also ich mache den Riss hier nur nach. Also hier ist, ich habe jetzt nur irgendwie weggedrückt. Und hier unten. Ja, also das ist jetzt neu. Das ist jetzt halt hier so. Und das ist halt wirklich dick. Seht ihr das? Und das hat halt dem. Ja, seht ihr das? Und da splittert auch nichts. Ja? Weil das oben und unten unter Folie. Seht ihr das? Das liebe ich so an den Teilen. Ja, es reißt zwar so, aber man kann sich nicht schneiden, selbst wenn es kaputt geht. Und das schützt halt den Bildschirm extrem. So. Jetzt gucken wir mal, was da überhaupt mit bei ist. So, dann haben wir erstmal die neue Hülle, die ich euch zeigen kann. Die hat 11 Euro noch was gekostet. Hier haben wir dann auch halt so ein Ding mit bei, dass wir, also eine Beschreibung, dass wir das halt auch so machen können. So, dann können wir das halt oder halt so. Ja. Und das ist ein Magnet. Gut, jetzt ist er nicht magnetisch hier. Also eigentlich sollte es hier ein Magnet sein, stand jedenfalls in der Beschreibung. Aber vielleicht funktioniert das nur bei diesen Handyhalterungen und so. Es ist zu Ende, Daddy. Es ist zu Ende? Ja. Dann sag mal Josie Bescheid, dass sie dir den zweiten Monster AG noch anmachen kann. Papa ist dann gleich da. Papa macht nur noch das Video zu Ende. So, so sieht es dann halt aus, wenn es in der Hülle drin ist. Passt wirklich saugut. Ist auch hier oben ein Stück höher, damit die Kamera geschont ist. Ja, vom Style her finde ich das echt geil. Ja, und liegt gut in der Hand. Also normal ohne Hülle ist mir das zu dünn. Das fand ich ganz okay. Aber das ist hier so ja noch ein Stück angenehmer. Was halt ein bisschen doof ist, ist, dass die Tasten hier drinne sind. Ach! Das müssen sie ja hier ausschneiden, weil das ist ja der Fingerabdrucksensor. Die sind ja halt okay, aber das ist ja der Fingerabdrucksensor. Also da hoffe ich, dass sie das endlich mal wieder auf dem Touchscreen machen. Es ist ja echt nervig. Richtig, richtig nervig. Hier ist es ja auch ausgeschnitten. So, aber nichtsdestotrotz nehmen wir das jetzt erstmal hier raus. Aus der Hülle. So. Muss ich kurz unterbrechen. Die Kids wollten noch was. Und ich musste das hier erstmal rausmachen. Das ist nämlich ein bisschen sehr starr hier. Wenn man das wechseln möchte. Hier ist weich. Ja? Aber hier, das ist wirklich sehr starr. Was ist denn hier? Kann man das abmachen? Ist da was drunter? Hier ist nur aufgeklebt. Okay, dann lassen wir das mal sicherheitshalber drauf. So. Und dann packen wir mal hier aus. So, wir haben hier auch eine Erklärung, die ist außen dran. Wir sollen den Kasten auflegen, die Folie schräg, dann in der Mitte rauf drücken und wenn es fest ist, können wir den Kasten abmachen. Von oben fangen wir an. Aha, okay. Also bei der Kamera
praktisch hier oben müssen wir sie rauflegen. Naja, gucken wir uns mal an. Auch ein schönes Plastikcase. Also das ist mal geil. Nicht nur so ein lumpiert Pappteil, was eben immer kaputt geht. Ach, das geht nach oben auf. Hier haben wir... Ach, hier ist das für die Kamera drin. So, das können wir uns auch gleich angucken. Hier haben wir den Case. Und hier haben wir dann die ganzen Sachen drin. Wir haben zweimal... Nee. Die Schutzfolie ist mit bei für vorne, also das Panzerglas für hinten. User Manual ist auch mit bei. Na, da bin ich mal gespannt. So. Das war's. Zweimal der so ein Beutelchen mit dem Reinigungszeug. Was wir ja brauchen, um es sauber zu machen. Logischerweise zweimal, weil wir zwei Folien haben. So, ich mache das mal hier so ein bisschen beiseite, dass ihr das seht. So, und die Kamera, das machen wir mal hier rein. So, dann haben wir hier so eine Carbonfolie. Seht ihr so ein bisschen am Muster vielleicht? Die soll aber wohl durchsichtig sein. Die ist für die Rückseite, weil die aus Glas ist, um Glas auch hinten zu schützen. So, und dann haben wir hier, wie gesagt, zweimal das Panzerglas, zwei Stück. Und dann haben wir hier das User Manual mit der Anleitung mit einem alten Telefon abgebildet, also mit einem unten einen Button, aber das ist vollkommen scheißegal. Das ist vielleicht auch nur so gemacht, damit wir wissen, wo oben und unten ist. Und es scheint wirklich ganz easy zu sein. Ob das wirklich so easy ist, puh, werden wir mal sehen. Trocken Hals. Dann machen wir mal Platz hier. Dann gucken wir uns erstmal das hier an. Das ist schwarz, wie ihr seht. Das kommt dann praktisch hier hinten so drauf. Ja, seht ihr das? Ja, ich zoome mal ran. So kommt das rauf. Ja. So, und das schützt dann halt praktisch hinten und soll die Kameras dann auch schützen, weil jetzt haben wir hier so eine Kante. Wenn wir das rauf machen, so, haben wir hier keine Kante mehr, denn ist alles glatt. Ja, kann ich jetzt bei mir nicht machen, habe ich vergessen, ich habe ja hier schon Panzerglas drauf. Dadurch kommt es ja schon alleine so ein Stück höher. Ich weiß nicht, ob das denn noch klebt. Sollte eigentlich kleben. Finde ich auch ja nicht mal so unstylisch. Aber wie gesagt, ich habe ja hier schon Panzerglas drauf. Aber wir können dann halt hier das Glas hier auch noch schützen. Ach komm, das machen wir dann nachher ohne Ruf. Scheißegal. Und wenn es nicht hält, pff, egal, weil ich habe ja das Panzerglas hier oben ja sowieso schon drauf. Ja? Wir machen... Machen erst vorne oder was? Ich muss ja mal gucken hier. Hier steht aber nur vorne. Scheiße, ey. Das hier hinten habe ich keine Ahnung, wie ich das dann raufkriegen soll. Ohne, naja, werden wir es schon irgendwie sehen. Nochmal sauber machen. Oder, ach, wir machen erst hinten. So. Weil wenn es hinten scheiße wird, dann haben wir wenigstens noch vorne, wo es dank des Rahmens super werden wird. Oder, ach scheiße, wir machen erst vorne. Wir brauchen ja das Reinigungszeug. Und was davon übrig ist, können wir das Reinigungszeug für die Hinterseite nehmen. So, jetzt machen wir erstmal hier mit dem
Mikrofasertuch, das kann ich euch auch wirklich nur raten, wenn ihr was sauber macht, hier mit so einem Mikrofasertuch, ohne Kratzer, ohne was, ist ideal. Ja? Und wenn ihr auch für Monitore oder Fernseher, nehmt euch zwei davon, eins macht ihr mit lauwarmem Wasser nass, nicht tropfnass, sondern nur so feucht, den Fernseher, den Monitor, ja, was ihr sauber machen, auslassen. Nicht anmachen und nicht angehabt haben, bevor ihr den überhaupt benutzt. Dann mit dem Nassen einmal nass gemacht, dann mit dem Trocknen schön poliert, dann ist er sauber und dann kann man benutzen. So. Müsst ihr nur aufpassen, viele haben halt hier so eine Kordel, so ein Schild. Manche sind halt was bisschen fester, hier sieht man es gleich. Und manche haben halt hier den Rand so ein bisschen hart. Hier ist es weich, hier ist passiert nichts. Jetzt machen wir hier wirklich jeden Fettfleck weg. Dürfte ja nicht so viel sein, weil da war ja Panzerglas drauf. Oh, die Kamera. Moment, ich muss Akku wechseln. So, so mal wieder ran. So, ich habe jetzt alles sauber gemacht. Jetzt müssen wir gucken. Xiaomi 11T und 11T Pro. Das sollen wir jetzt ranmachen. Ich denke mal, ich mache es richtig mit der Schrift nach unten, weil hier steht Xiaomi 11T, 11T Pro. Soll ja nicht auf dem Kopf stehen. So, jetzt haben wir das gemacht. Oder warte mal, ich nehme das nochmal ab und nehme mir erstmal den Beutel hier und guck mal, was da drin ist. So, wir haben hier 3, 1 und das soll, ich denke mal, 2 sein. Ach, das ist halt für die letzten Fusseln. So, dann haben wir hier ein Alkoholtüchlein. Deswegen bringt das auch nichts, wenn ihr die Dinger auf Vorrat kauft. Das Alkoholtuch, auch wenn das in so einem Schutzding drin ist, das geht nach einer Weile kaputt. Ja? Ich habe schon wieder die manuelle. Es kotzt mich an. Hat er wieder nicht umgeschalten. So. Ja, das trocknet dann nach einer Weile aus, dann bringt euch gar nichts. So, dann machen wir das erstmal mit dem Alkoholtuch sauber. Ich perle es auch richtig schön ab. So wie man es erwartet. Also hier ist nichts drauf. Auch kein, wie gesagt, hier war ja auch Panzerglas vorher drauf. Ich will halt nur noch mal den Rand hier lang gehen. Dass hier auch wirklich nichts am Rand irgendwo ist. Weil wir haben hier so einen kleinen, na, Spaltmaß will ich es nicht nennen, aber halt, wo der Bildschirm, meine Frau hat geschrieben, wo der Bildschirm in den Rahmen übergeht. Ja. Da ist doch ein bisschen Dreck zusammengekommen. Bisschen Dreck ist zusammengekommen, machen wir doch nochmal sicherheitshalber. Mensch, bleib doch mal aus. So, machen wir trotzdem nochmal sicherheitshalber, hier mal richtig schön sauber. So, ja, ein bisschen ist zusammengekommen. Dann können wir uns den Rest nämlich aufheben für die Rückseite. So, dann haben wir hier Step 2. Steht auch 2 drauf. Das ist das Tuch. Gehen wir damit mal lang. Und weil das Tuch ja aus Fasern besteht, so. Ja, Tuch weg. Mach doch mal den Bildschirm aus, sonst sehe ich doch nichts. So. Weil das Tuch aus Fasern besteht. Hier sehe ich nämlich noch was. So. Nochmal leicht rüber gehen. Wenn ihr denn noch Staub oder so habt, könnt ihr das mit dem dritten Punkt
wenn man es abkriegt. So. Das ist halt ein größerer Aufkleber. Den klebt ihr dann einfach hier auf. Herr J im Hemd ist doch nicht scheiß Ding hier. Jetzt mach ich's aus. Leck mich doch am Arsch. Schade, dass du so denkst. Ja. Du kannst Feedback geben, falls du ein Problem melden möchtest. Gib mir doch bitte Feedback. Ich will dir kein Feedback geben, geh aus. So. Einmal hier aufkleben. Wichtig ist es halt bei der Kamera oben. Ja, dass er da halt mal schön drauf drückt hier. Dass da wirklich, falls ihr da irgendwo einen Fussel vergessen habt. Und hier am Rand natürlich. Ist es halt sehr wichtig, dass da nichts drauf ist. Damit es wirklich bis zum Rand sich hier schließt. Beziehungsweise zugeht. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig ist es hier oben, da, also hier wo die Tasten sind, dass ihr da ein paar Mal lang geht und wirklich jeden Fussel wegkriegt. Weil da muss es wirklich fest sein, ohne Luft. Weil wenn ihr da dann öfters mit dem Daumen oder mit den Fingern macht, und da eine Luft, so ein kleiner Luftspalt ist, das wird immer mehr, das wird immer mehr, das wird immer mehr. So, das können wir noch aufheben, umdrehen. So, können wir für die Rückseite noch nehmen. So, jetzt nehmen wir das hier. Top. Also, ach, steht auch da, top. Top ist ja oben. So, klicken das einmal so rauf. Nehmen uns dann hier unser Panzerglas. Ah, wir haben hier ein Loch für die Kamera. Okay. Wir haben hier, wo ist es? Wo lang geht's ab? Hier geht's ab. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Einmal hier vorsichtig abziehen. So, und an den Seiten festhalten. So, dann hier ist die Kamera. Hier einmal ran, so dass ihr die Kamera mittig habt. So, und dann könnt ihr das hier ruhig drauf fallen lassen. Psst. Und einmal raufdrücken. Und dann zieht sich das hier an. Seht ihr das? Ich hoffe, das kann man vernünftig erkennen, das Dunkle. Und es ist wirklich gut getroffen, hier oben die Kamera. Und es geht wirklich alles zu, so wie es jetzt aussieht. Hier unten habe ich eine Lücke. Hier oben auch noch. Manche Lücken machen nichts. Die gehen dann mit der Zeit zu. Jetzt nehmen wir uns unser Tüchlein, was wir mit bei hatten. Und gehen hier an der Seite. So, seht ihr das? Hier ist jetzt Luftloch. Das können wir denn. Hier ist doch noch ein. Hier habe ich nicht ganz recht. Hier ist doch noch ein Stück direkt drunter. Aber wir kriegen das halt zu. Und hier unten nach unten kriegen wir das auch. Ah, hier geht es nicht ganz zu. Okay. Aber ich habe ja noch eins. So, hier oben kriegen wir das komplett zu. Also für meinen ersten Versuch, finde ich, ist es gar nicht mal so schlecht. Ich habe auch einen Unterschied zwischen den Panzergläsern früher und heute. Also früher haben sie besser geklebt. Und früher habe ich ein Panzerglas benutzt und das hatte dann keine Luftblasen. Hier bei den heutigen brauchst du ja manchmal schon zweimal, dreimal, bis die Luftblasen komplett raus sind. Aber einige schließen sich wirklich erst nach einer Zeit. Hier habe ich aber noch was drunter, so wie es aussieht. Oder kriegen wir das nochmal hoch? Solange es nicht direkt runterkommt, kann man auch nochmal kurzzeitig ein Stück hochheben. Aber ich habe hier drunter Dreck. Da. Und ein Haar. So. Das ist aber, so wie es aussieht, wirklich auf der anderen Seite vom Glas.
So. Ach, scheiße. Ja, jetzt versuchen wir es nochmal raufzukriegen. Ohne Rahmen. Ich hab schräg. Ach, ich Idiot. Ich muss es nochmal mit Rahmen machen. Ich bin zu dusselig ohne Rahmen. So. Ach, jetzt habe ich hier wieder Fussel drauf. Der Rahmen ist halt nur locker drauf. So, jetzt Daumen drücken. Daumen drücken. Jetzt ist hier nichts. Hier ist nämlich auch noch in der Innenseite. Eigentlich sollte ich jetzt ein neues nehmen. Aber ich will mal gucken, ob das doch noch klebt. So. Nochmal anvisieren. So. Jetzt habe ich schon wieder hier Dreck. Da, seht ihr das? Und hier unten hoch. Bin ich zu dusselig oder ich habe keine Ahnung hier. Also bei meiner Frau geht das alles viel schneller. Jetzt zeige ich eine große Luftblase drunter. Das bringt doch nichts. Wo kommt denn da der Dreck her, wenn ich das... Ich hab das so rausgenommen. Ja, das ist halt die Folie. Ja, die war halt schon immer... Jetzt wird das nichts. Die wird halt fest halbwegs, aber... ich habe hier halt Luftlöcher hier in der Mitte. Ein Panzerglas habe ich ja noch. Aber ich will halt, wenn man versuchen kann, ich werde versuchen, die halt nicht so viel davon zu benutzen. Ist das scheiße. Dann muss ich doch nochmal mit dem Alkoholtuch ran. So. Was los, mein Engel? Kannst du mir helfen beim Lolli aufmachen? Natürlich. Warte kurz, Papa macht nur noch schnell hier das Panzerglas. So. So, wo ist der Lolli? Hier, Papa. Ach, der von Karls. Ausnahmsweise darf ich mal im Video stehen. Das sieht man nicht. Ja. Sonst hätte ich da schon was gesagt, Hase. Ja. Ich filme ja von oben. Nee, so, bitteschön. Ja, danke. Nee, das hat keinen Sinn. Das sieht scheiße aus. Einmal umsonst.
Hier, das ist ja alles dreckig hier unten drunter. So, also nochmal neu. So. Und jetzt muss es sein. Ich hätte jetzt natürlich auch wegen dem Infussel da verzichten können, ja, aber wenn man, dann will man das ja auch vernünftig haben. So. Da muss ich jetzt aufpassen beim Ruf machen. So. Jetzt haben wir das sauber. Jetzt vorsichtig das rauf. So. Dann nehmen wir uns das Panzerglas. So. So. Einmal abpusten hier, dass hier auch wirklich nichts dran ist. Hier ist ja nichts. So, und wo lang geht das ab? Da lang. Oh, Mist. Jetzt zieht er doch, oder? Jo, jetzt zieht er das überall ran. Ah, wir haben hier ein paar Luftblasen, die kriegen wir raus. Ach, hier ist in der Mitte noch ein Loch, aber scheißegal. Also hier hängt so einen kleinen Dreckbobbel da drin, aber scheißegal. Der zieht sie vielleicht noch fest und selbst wenn, dann fällt das nicht großartig auf. So. Papa? Ja, mein Schatz? Ich möchte was trinken. Na, steht doch da im Dings oben auf dem Rand. Na, um deinen Tee und deinen Kakao, das ist schon alle? Nein, was ist alles? Gar nichts ist alles. Na, siehste. Da hat meine Frau auch beim letzten Mal gesagt, dass es weggeht und es ist weggegangen. Ich werde aber noch versuchen, das hier rauszupolieren, indem ich das nach unten mache. Oder ein bisschen hier zum Rand. Okay, doch. Schon weniger geworden. Aber löst sich nochmal. Können wir nochmal das große nehmen hier. So. Gut, ich habe jetzt hier und hier. Das wird sich noch schließen, das auch. Aber hier der kleine Bupsel. Der wird nicht so schnell schließen. Da ist was drunter. Also nächstes Mal macht es meine Frau wieder. So, jetzt nehmen wir aber das hier. Machen hier auch mal sauber. So, auch hier schön. In den Ecken mit der alten Hülle wartet ja halt so ein bisschen problematisch. So. So. Und jetzt nehmen wir uns dies hier.
Dann können das dann praktisch irgendwie lösen. Aber wie ist die Frage? Ich habe jetzt hier nicht keine Bruchkante gefunden. Weil bei den meisten auf dem hat man ja so eine Bruchkante. Aber hier ist jetzt auch aus, hier, Franz. Oder kriegen wir das denn vielleicht so ab? Ja. Von der Seite komme ich ein bisschen ran. Ach, jetzt zeigt zu viel Papier. Zu wenig Papier. So. Ey, das ist ein. Da fehlt eine Bruchkante. Ach, jetzt zeigt er, die knickt. Oh, also, dann stand halt in dem Video, wir sollen das hier umknicken. Und hier oben drauf machen. Nee, das ist noch nicht richtig. So. Warte kurz, Hase. Papa kann noch nicht. Papa ist noch am Aufkleber machen. So, jetzt haben wir es. Und dann sollen wir das einfach so abziehen. Und dann soll das wohl. Jetzt haben wir aber schräg. Das ist ein Scheiß. Jetzt mache ich hier mit Augenmaß hier einfach mal. Das wird unten halbwegs, oder? Gucken wir mal, das wird hier oben halt. So, jetzt aber. Jetzt ist es hier oben fest. Und jetzt hier vorsichtig nach unten. Genau. Da wird ein Schuh draus. Oh, hier liegt das ein bisschen knickt, die Carbonglasschutz. Ist halt auch nur eine Folie. Ist jetzt kein Panzerglas. Muss es ja auch gar nicht. So eine Folie schützt ja auch schon. Früher waren die Panzerglas, war ja Panzerglas auch kein Panzerglas, sondern eine Folie. So. Und dadurch haben wir jetzt hier praktisch Carbon drauf. Das können wir zusätzlich noch. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Obwohl es bei mir unsinnig ist, ist auch nur hier an der Seite Kleber drauf. Das ist hier überall gar kein Kleber. Ich habe hier diese Schutzfolie ja drauf auf den Linsen, aber ich klebe das jetzt einfach mal hier drauf. Das passt doch besser zur neuen Hülle. Ja, so. Klebe ich einfach mal drauf. Natürlich ist es hier locker, aber da hätte ich hier oben Bobs Kleber gefehlt. Aber naja, okay, wenn die meinen, das hält, dann hält's. So, und dann machen wir das gleich mal in die neue Hülle rein. So, oh, sieht doch sogar, ja, sieht doch sogar geil aus, mit wenn es jetzt da auch schwarz ist. Der Ausschnitt ist ziemlich groß hier in der Hülle. Es ist nicht ganz passgenau, weil wir haben jetzt hier Lücke. Wenn es passgenau wäre, würde es noch ein bisschen kleiner sein. Aber es tut ja nicht, ist ja nicht schlimm. Die Kamera ist jetzt gleich. Ich habe jetzt hier auch zusätzlich der drauf geklebt. So. Ah, jetzt ist es richtig drauf. Das hat sich ein bisschen verschoben. So. Jetzt ist es richtig drauf. Haben mich schon gewundert, weil die Kameralinsen ein bisschen komisch aussahen. So. Da. Da. Da sauber gemacht. So. Sieht doch ganz gut aus, finde ich. Also optisch finde ich gut. Da passt jetzt oben schwarz dazu und hier, gut, die gehen jetzt noch weg. Also das war bei meinem alten auch. Also beim alten Dings, dass die weggehen. Das am Rand wird alles sich noch zuziehen. Das wird nicht weggehen. Aber das werde ich mir nochmal holen. So. Dann packen wir das mal ein. Ach, jetzt ist das Panzerglas hier eingeklebt. Na, scheißegal, kann drinnen bleiben. So, das Carbonzeug kommt weg. Wo haben wir denn jetzt hier? Das kann hier rein.
So ein Beutelchen heben wir mal auf. Oh, das ist alles Müll, 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 Müll. Die Anleitung hebe ich mal auf. Das hebe ich auf und den Rahmen hebe ich auf. Weil wenn ich, man weiß ja nicht, also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal holen. Später mal. Und wenn da der Rahmen dann halt nicht mehr gut ist, dann ist halt doof. Dann habe ich hier noch einen Rahmen auf Ersatz. Es kommt aber auch ganz schön Müll zusammen dafür, dass man das eh mal... Wartet das auch? Habe ich das jetzt falsch aufgeklebt? Oder das fühlt sich immer noch so folienmäßig an. So, da ist der Akku jetzt alle geworden. Moment, ich muss mal Tastensperre und Code hier eingeben. So. Und wie ihr seht, es sieht sehr gut aus, obwohl wir jetzt hier ein bisschen Luftlöcher, hier immer Dreck, das, wie gesagt, das schließt sich noch. Sieht das sehr gut aus. Hält sich auch sehr gut in der Hand, muss ich sagen, also mit dem dickeren Case, weil das ist ja eindeutig ein bisschen dicker als jetzt mein altes. Fühlt sich sehr gut an. Das hier fällt mir und das werde ich im Auto dann testen. Ja, hat was. Auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung von mir. Aber wir haben natürlich hier auch ordentlich Müll dazu, die ich zusammengetragen hier. Nehmen wir mal alles hier. Zusammenpacken hier. Dadurch, dass wir jetzt zweimal gemacht haben. Dann will ich euch das nämlich nochmal zeigen. Das ist jetzt alleine alles an Müll davon zusammengekommen. Aber lieber sowas als... kaputtes Handy, Smartphone, wie auch immer, weil mir fällt es öfters runter oder Kind fällt es runter oder aus dem Auto beim Aussteigen aus der Tasche, Treppe ist mir auch schon abgesegelt. Ah, also auch hier oben schön ausgeschnitten. Also USB ist auch ordentlich Platz, super. Also ich bin zufrieden. So, nichtsdestotrotz soll es das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde euch beide Sachen verlinken. Ich werde euch auch das Panzerglas verlinken, was ich halt hier, wenn ihr das unbedingt wollt, was ich über die Linsen gemacht habe. Das hatte ich nämlich im Einzelpack gekauft damals. Ist auch sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.